Ja, endlich. Und jetzt. Wirrlere. Wirrlere? Wirrlere. Keine Ahnung, was das ist. Broach, es ist Hype. Was sagst du jetzt dazu? Ja, wenn ich angerufen werde, ist over. Ich will sagen, wir haben Meister bestanden, wie immer. Ich wollte gerade sagen, wir haben das Level durch. Willst du es wirklich riskieren, jetzt die Glückssträhne, sie abbricht? Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Das Level dreht sich vor allem um Ventilatoren. Ich habe jetzt gerade keine Ahnung mehr, wo wir lang müssen. Ich will meinen Schlüssel wieder haben. Also für da oben brauchen wir einen Schlüssel. Dann geht der Ventilator aus, wenn wir den Schlüssel da reinstecken, das weiß ich jetzt. Müssen wir nach links fliegen. Nein, komm mal mit. Ich will mein Schild wieder haben. Komm mit! Miau! Danke, dass du mich sterben lässt. So. Jetzt wird's lustig. Warte, ich zeig euch mal was. Könnt ihr unten bleiben, kannst unten bleiben. Das müsste... Ah ja, genau, hier. Das letzte Level der Candy World. Nein, nicht das letzte Level. Was ist das da oben? Das ist 8 Ball. Erinnerst du dich nicht dran? What the fuck? Die 8 Ball spuckt eine Kugel, die ich in dem Level, wo ich nicht weiterkommen bin, übersprungen habe. Achso. So, und jetzt kommt der schöne Part. Warte, erstmal brauche ich die Bombe. So, Moment. Gib mal. Gib nochmal zurück, ich muss den Verschalter anmachen. Naja, kann doch nachkommen, ist egal. Hat eigentlich noch mehr sicher als technische Bedenken, warum in der Süßigkeiten ruhig so viele Stacheln an den Wänden hängen. Ja, ob das noch Süßigkeiten sind, weiß ich nicht. So. Wer möchte fliegen? Harry. Ich. Ja, du darfst jetzt mit dem Ventilator runterfliegen und das war ein Fehler. Kamera. Approach, du kannst dich da nicht retten. Natürlich. So. Nancy, du zeig mal. Mit dem Ventilator runterfliegen und dann links wieder hoch. Plopp. Fast. Ist doch voll einfach. Sehr kurze Distanz, war nicht was? Hast du viel mir die Kamera gegeben? Ja, aber dich 30 mal anschreien, ne? Ja, was denn? Miau. Ich finde, Harry kann Olaf sehr gut verkörpern. Felu, ich hab nicht den Körperbau von Olaf, so wie du. Miau. Ich hab dich gerade akustisch leider nicht verstanden. Hui. Harry. Und für den Rückweg. Oh, das wird lustig. Das ganz bestimmt. Wir sind ein Level weiter, wenigstens das können wir feiern. Party. Kamera. Hab ich nicht mehr. Aber ich muss da hoch, glaube ich, wegen der Bombe und dem Sprengen. Ich komm nach. Ah, die Musik hier ist nicht weniger penetrant. Das ist dieselbe. Wir sind ja auch immer noch in Candy World. Ich weiß. In Wacky World! Du weißt doch, wir müssen ja erstmal das Portal durchschreiten, bevor wir ein neues haben. Warum essen wir das Level nicht einfach auf? Das habe ich dir letztes Mal schon angeboten. Wir sollten noch die Essen-Taste einführen für Olaf. Wir fressen uns einfach zum Ziel durch. Koffein, Anna, wenn ich mit dir da hochfliege, dann kannst du auch da hoch. Ich müsste da eigentlich mit dem... Ah! Naja, von mir aus kannst du immer mal nachkommen. Ey! Ist da oben denn irgendwas Wichtiges? Ja, ich glaube ein Teleporter, wenn ich mich nicht erinnere. Und ich muss die Bombe da hinlegen. Der Teleporter zur Freiheit? So ungefähr. Okay. Dann give me the camera, dann mach ich das. Filu, Kamera. Ah ja, ist er. Wir müssen das Level eh erstmal ein bisschen erkunden, rausfinden, wer was wo machen darf. Denn für mich ist das jetzt auch schon ein bisschen lange her, um mich daran zu erinnern. Wir haben jetzt ewig nicht aufgenommen. Fast 3 Wochen, oder? Du darfst aber nicht... Ne, du kannst da gar nicht hoch. Blöd. No. Geht das nochmal? Ich bin der Mess 3 Wochen lang nicht aufgenommen. Jo. Warte, schalte an. Nicht das Ding, den Schalter da aktivieren. Nicht aktivieren. Einfach links hoch. Statt auszuweichen. Ich muss das jetzt erstmal erkunden, ob da auf der linken Seite was war. Monster. Der Kollege mit dem Schal und den Notenspucken kommt wieder. Also wird Harry mal merken... Schal und Notenspucken? Es wird Harry mal merken, wie hilflos man mit einem Schild ist. Was? Es wird mal merken, wie hilflos man mit einem Schild ist. Das würde ich nicht riskieren.
pures Glück. Da muss ich den Schalter da oben ausmachen. Gib nochmal Kamera. Ohne dich aufzupumpen. Also, zurück. Felo, zurück. Zu spät. Danke, Anna. Felo, du kannst das ja auch machen, ne? Du kannst ja auch darüber. Ja, klar. Ja, mach doch. Ja, dann gib mir die Kamera, dann komm ich. Okay. Werdet ihr schon sehen, was ihr davon habt. So, Moment. Ich musste doch eigentlich mit dem Laufsprung hochkommen. Verzögert. Da hoch, um zu kommen. Ja, ich muss da hoch. Ich muss den Schalter da aktivieren und ich muss da hoch. Ich weiß nicht, also ich komme da oben ran, sobald ich da oben diese Blöcke weggebombt habe, das weiß ich noch. Aber ich müsste hier... Ja, ist doch ganz einfach, da musst du Harry hin, dann stellst du dich auf dein Schild. Nein, guck hier hin, hier nix, Springzone für euch beide. Ach so, stimmt. Wie dreist. Ja. Ah, geht doch. Ist nur ein bisschen schwierig zu timen. So. Mal die Knie angezogen und schon klappt's. Ja, ja. Hör mir auf, ey, Hochsprung im Sportunterricht, wie ich sowas gehasst habe, ey. Oh ja, ich auch. Warum kann man bei sowas nicht schön ordentlich Fußball spielen oder Basketball spielen? Das macht doch viel mehr Sinn. Ach, Völkerball, vor du bin. Ja, Felo hat im Sportunterricht immer seine Cheatcodes gesucht. Hi, du wirst nicht glauben, ich hatte einen Sport mit 2. Ich weiß ja nicht, was ihr in Sport gemacht habt. Vielleicht Gymnastik oder sowas. Nee, haben wir nicht. Wäre schön gewesen. Da hättest du eine 1 gehabt, ne? Zum Glück nicht allzu oft. Nee, da hättest du eine schlechtere Note. Das Schöne ist, ich brauche nicht mal den Rückweg machen. Vielleicht hat dein Lehrer auch einfach nur Mitleid, kann ja auch sein. Kann. Na, lass ihn mal fliegen. Wo muss ich denn hin? Du musst nirgendwo hin, du sollst ihm die Kamera geben und gucken, wie er failt. Ah, okay, das gefällt mir. Dafür hat Broach jetzt gerade die eigene Aussage wieder gegen dich gewandt. Von wegen Felo um gucken, wie er Parts macht. Das hat sich gerade getauscht. Ja, was? Aber wenn ich die mache, dann weiß ich wenigstens, dass sie laufen. Mhm. Siehe, letzter Tod. Alter, ich bin gestorben, weil ich an der Pumpe stand und die Kamera gewechselt habe. Ja, und weil du das mit dem Schuldschalter gemacht hast. Ja, wenn wir jetzt die ganze Zeit viel deswegen geärgert haben, muss ich es auch einstecken können, Broach. Na, komm mal zurück. Ich sag ja, und er hat meine Aufgabe unterschätzt. Das bezweifle ich mal. Felo, ich bitte dich. So, du musst jetzt die Pumpe aktivieren, danach sofort den Schalter. Ansonsten bist du Dekoration an den Stacheln. Warte mal, welche ist denn Schalter? Selbe Taste wie aufpumpen. Echt? Ja. Zu langsam. Fail, Bob. Theoretisch braucht man da doch kein Schild, Felo kann das doch auch machen, der Skiller. Er kann es auch machen, ja. Nee, Harry. Felo, du machst das jetzt. Komm. Ich will dir den Spaß an deiner neuen Rolle nicht verderben. Na ja, komm, Felo, mach doch. Ja, dann gib mir die Kamera. Kann er im nächsten Versuch machen. Ja, der macht das jetzt. Der hat ja hier so große Töne gespuckt, dann kann er ja auch mal unter Beweis stellen. Bro, komm, du musst auch ein bisschen einstecken können. Nö. Also, ich kann einstecken, ne? Aber... Finish him. Bei Felo nicht. Also wenn Felo hier sagt, er ist der Coolste, dann soll er es auch unter Beweis stellen. Harry gehört halt zu den Leuten, die nur austeilen können, aber nicht einstecken können. Oh, Felo. Du kannst nur einstecken und nicht austeilen. Also ich weiß ja nicht, was außerhalb des TS passiert. Also ich glaube, du weinst dann immer und so. Ja, ich lass mir die Ecke und ritze mich immer. Ja, ich kann es mir gut vorstellen. Meine Trauer. Anna, stell dich mal drunter. Nicht freiwillig. Damit irgendeine Fail-Aufnahme. Falls wir sowas mal irgendwann hätten. Ja klar, ich nehme extra noch Fails auf für meine Zuschauer. Ich habe ja sonst nichts Besseres zu tun. Ich muss am Ende meine Fails so ein Best-of machen. Kamera-Switch. Komm, Felo, hau rein. Muss ich jetzt zu dir kommen? Ja. Aber ich find's gut, wie du aufpasst. Da weiß ja jetzt auch genau, was du machen musst. Ja. Ich würde da nicht so weit an den Rand gehen, das kann knapp werden am Ende. Was läuft denn heute Schönes in der Glotze? Also bei mir läuft gleich Fitnesscenter. Wenn du angerufen wirst. Ja.
Ja, ist normal, dass mein Kumpel immer ein bisschen zu spät ist. Ja, ich krieg doch jetzt hier Fallschaden, oder? Das ist eigentlich sehr unvorteilhaft, dass ich das mache. Nö, du kannst von Plattform zu Plattform springen einfach. Nicht von da oben vom Schlüssel, oder, Broad? Also von da aus nicht. Aber für da aus ist ja die dafür ist ja die Keule da. Lass die Keule, sonst kriegst du den nächsten Fallschaden, Felo. Jojo, hab ich nicht wahr. So, musst dich möglichst nah an den Rand stellen mit der Pumpe und dann sofort den Schalter aktivieren. Ist derselbe Knopf, also muss auch nicht Luft raus. Genau. Ja, super, Felo. Na, jetzt hätte ich noch den Schalter oben ausmachen müssen, das war mein Fehler. Entschuldige. Und Harry, was war daran jetzt so schwer? Ja, nix. Ich wollte nur sehen, wie du das machst. Besser als du. Ich finde ja, wir sollten politische Themen in dieser Sendung diskutieren. Ja, hau mal rein, Felo. Lieber nicht. Am Ende lande ich im Knast. Ist doch nur YouTube. YouTube ist doch die Plattform, um alles Mögliche zu sagen. Ja, und wem gehört YouTube? Google. Was weiß Google über uns? Alles. Ja, dann ist es ja eh schon zu spät. Stimmt auch wieder, verdammt. Stimmt eigentlich, wäre es egal, die wissen eh schon. Jedes schmutzige Detail unseres Lebens. Und bereichern sich damit. Muss es so sein, dann gibt es wenigstens einen Berufszweig da draußen in der großen, weiten Welt, der nicht mit Internetpornos zu tun hat, wobei sich irgendwelche Nerds einen abwichsen. Die gucken uns bei irgendwelchen Sachen zu. Naja. Ja, wer weiß, vielleicht wichsen sich die Leute ja auf unsere Stimme ein. Naja, kann gut sein. Gut, auf Felos nicht, aber... Du kannst halt wirklich nur nix einstecken. Sorry, mein S beleidigt Lebewusst, weil er einmal gefilmt wird wegen seinem Versagen. Ja. Okay, okay. Bitteschön. Ja, vielleicht schreiben sich auch die ganzen Seiten auf, die wir besuchen und besuchen die dann in ihrer Freizeit, um davon zu lernen. Genau, die wissen nicht, wo sie ihre ganzen Pornos herkriegen, deswegen müssen wir uns beobachten. Ganz, das sagst du aber. Ja, ich guck Pornos, ich bin ein Mann, und? Ja. Kamera. Aber ich hatte auch einen lustigen Zeitungsbericht gelesen. Die wollten, kanadische Forscher, die wollten eine Studie machen. Oder 20.000 Männern, die so im Alter um 20 rum. Und wie sich das auswirkt von Leuten, die Pornos gucken. Und von Leuten, die keine gucken. Das Problem nur war, die haben keinen einzigen gefunden, der noch nie einen geguckt hat. Deswegen konnten sie ihre Studie nicht machen. Das war klar. Wo war nochmal das mit dem Schlüssel hier? Rechts. Ja. So. Ich kann's dir mal denken, wenn du willst, fand ich eben ganz am Sand. So, was kommt jetzt eigentlich? Geh du mal vor mit dem Schild, ich glaube der 8-Ball kommt dann da gleich. Ansonsten einfach Luft rauslassen, wenn es gefährlich wird. Okay, da muss, glaube ich, auf jeden Fall Felo rein. Aber kannst dich mal auf die Plattform gleich draufstellen zum Schützen. Kommst mit? Ach schön, dass es keinen Mann gibt, der noch nie nicht pornografisches Material konsumiert hat. Konsumquote 100%. Ich glaube, da musst du irgend so ein Junge sein, der im unterirdischen Bunker eine Atomkatastrophe überlebt und dann da rausgeht, seinen Vater zu suchen, ne? Möchtest du hinterhergehen, Felo? Im Amiland gibt's nur noch diese... Ah, da ist ja jemand. Da muss Harry eigentlich mit seinem schwulen Schild stehen. Weil mir gesagt wurde, ich soll mich da draufstellen. Wie er sich gerade seinen Puppel anguckt. Ich würde das Essen nehmen. Fehle, du Fail, Bob. Eigentlich war es dein Fail. Ich hab das Spiel nicht umsonst pausiert, Fehle. Aber es war Harrys Fail. Mir wurde gesagt, Proach, stell dich auf die Plattform. So. Ja. Fredo, man kann sich auch 2 Schritte nach links bewegen und stirbt dann nicht. Schon mal daran gedacht? Ja. Komm mal, lass den Napp hier stehen, den Fan. Gibt's. Halt die Klappe, Harry. Aber gut, gibt's im Amiland noch nicht diese Amish-Typen, oder wie die heißen? Amish-Typo. Ja. Ich glaube, bei denen könntest du mal nachfragen. Stimmt eigentlich. Was ist los? Warum ruft der nicht an? Oh, ich hab einen Anruf in Abwesenheit. Er hat den Anruf vercheckt. Ja, ich glaube, wir müssen die Aufnahme jetzt beenden. Ich muss den mal gerade anrufen. Die Runde können wir noch machen. Nee. Nein, die Runde machen wir noch. Ich muss jetzt gehen. Du bist lame. Du Pussy. Du musst jetzt aber noch einen schönen Weg zu sterben ausdenken. Los, wir sehen. Ich? Nein, der Napp. Der Napp des Tages. Also Harry, achso, okay.
Das hast du jetzt. Okay, ihr dürft beide den Namen des Tages Titel tragen. Ihr dürft euch beide einen Möbel ausdenken. Nö, ich gebe meinen Titel gerne an Harry ab. Er hat ihn sich redlich verdient heute. Ja, das glaube ich. Ich habe auch eine schöne Möglichkeit. Harry, lass dich erschlagen. Bombenstimmung! Na, du darfst dich jetzt mal verabschieden von unserem Publikum, du Nase. Aber echt. Sag wenigstens Tschüss. Du bist. Proto ist ein vollkommener Idiot. Er beendet immer Aufnahmen so früh. Muss ich mir irgendwas ausdenken, ihn verarschen. Roach sollte Dings hier, sollte Olaf behalten, das passt gut zu ihm. Gut. Beobachtet den Mond über der brennenden Schiffssee. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, Roach kann nix vertragen. Tschüss. Ja, wenn er wieder irgendwo, wenn er rumfailen ist. Mehr Tschüss sagen. Bis denn. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.